LED-Licht hat ausgerechnet gravierende schädliche Folgen, warnt ein Forschungsteam aus Potsdam. Die Erde wird immer heller. Die Folgen davon, dass die Nacht zunehmend verschwindet, es sind nicht nur deutlich weniger Sternzeichen im Himmel zu sehen, sondern auch Tiere und wir Menschen bekommen das zu spüren. Wie genau und was jeder Einzelne von uns gegen die zunehmende Lichtverschmutzung tun kann, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Genesungswünsche. Ich denke, ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast. Fakt ist, wir Menschen machen die Erde nicht nur wärmer, wir machen sie auch heller. Genau das zeigen jetzt Ergebnisse eines Forschungsteams vom Geoforschungszentrum Potsdam. Dabei stützen sie sich auf Messergebnisse des US-Satelliten Suomi NPP, der ein Radiometer an Bord hat. In 820 Kilometern Höhe misst er sowohl das Licht, das wir Menschen sehen können, als auch die für uns unsichtbaren Emissionen, die sich im nahen Infrarotbereich befinden. Die Datenauflösung liegt bei 750 Metern. Die weltweite Lichtverschmutzung kann somit sehr genau erfasst werden. Und trotzdem, das Problem der zunehmenden Helligkeit wird von der aktuellen Studie eher unter- als überschätzt. Denn das Messgerät Suomi NPP misst Licht mit Wellenlängen von 500 Nanometern aufwärts. Neuere LEDs beinhalten mittlerweile aber bereits Licht mit Wellenlängen unter diesem Wert. Das ist also noch nicht in diesen Messungen enthalten. Die Ergebnisse der Studie: In den letzten 5 Jahren haben sowohl die bestrahlte Fläche als auch die Intensität der künstlichen Beleuchtung zugenommen, jeweils mindestens um 2%. Dieser Trend ist fast in allen Ländern zu beobachten, abgesehen von Regionen dieser Welt, in denen Krieg herrscht, so wie etwa in Syrien oder dem Jemen. Ein weiteres Ergebnis des Potsdamer Forschungsteams: Die Zunahme der Lichtverschmutzung entspricht in etwa dem Maß, in dem auch das Bruttosozialprodukt eines Landes wächst. In Industrieländern ist dies etwas langsamer der Fall als in Schwellen- oder Entwicklungsländern. Schuld daran sind eben die LEDs. Selbst wenn sie in der Anschaffung erst einmal teurer sind als klassische Natriumdampflampen, gelten sie als langlebiger, zudem auch als heller und gleichzeitig energiesparend. Dementsprechend wird weltweit umgerüstet. Städte, Firmen und Privatleute setzen zunehmend auf diese Art der Beleuchtung. Hier vermutet das Potsdamer Forschungsteam den sogenannten Rebound-Effekt. Eigentlich will man etwas Gutes tun, doch das verkehrt sich dann ins Gegenteil. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass durch den zunehmenden Einsatz von LED-Licht jetzt auch Orte und Dinge beleuchtet werden, die früher nicht beleuchtet worden sind. Mögliche Einsparungen werden also durch den zusätzlichen Einsatz von LEDs so wieder zunichte gemacht und sogar überkompensiert. Zitat: Obwohl einzelne Projekte Energie einsparen, wird der Einspareffekt durch neue Projekte aufgezehrt. Das sagt einer der beteiligten Forscher, Christoph Küber. Vergleichbar mit einem Autofahrer, der sich ein extra umweltfreundliches Modell kauft, das wenig Benzin verbraucht, dann aber weitere Strecken zurücklegt und somit der Natur schadet. Auch ein Beispiel für diesen Rebound-Effekt. Die Folgen also des steigenden LED-Einsatzes: Die Nacht verschwindet, die Erde wird heller, gravierend für nachtaktive Tiere, die sich so immer schlechter orientieren können, aber auch Störungen in der Fortpflanzung, im Hormonhaushalt oder der Nahrungssuche können die Folgen sein. Und auch für uns Menschen ist der Wechsel von Tag und Nacht, also Helligkeit und Dunkelheit, enorm wichtig. Doch LED-Licht gaukelt uns beispielsweise in der Nacht vor, es sei bereits Morgen, und so kann unsere innere Uhr aus dem Gleichgewicht geraten. Und darüber haben wir ja hier erst vor kurzem im Rahmen der Nobelpreiswoche berichtet. Die innere Uhr hat deutlich mehr Einfluss auf den menschlichen Körper, als man vielleicht denken mag. Denn die Zellen aller Lebewesen reagieren sehr sensibel auf Veränderungen wie die Folge von hell und dunkel, warm und kalt. Die Körpertemperatur steigt und sinkt beispielsweise und auch unser Hormonspiegel ändert sich. Wir alle kennen diese Art Jetlag-Gefühl durch die Zeitumstellung im Frühjahr, wenn wir plötzlich eine Stunde früher aufstehen müssen und der Stoffwechsel durcheinander gerät. Fatal also, welche Konsequenzen die zunehmende Lichtverschmutzung für alle Lebewesen auf der Erde haben könnte. Doch die gute Nachricht: Jeder von uns kann etwas dagegen machen und das ist gar nicht mal so schwer, wenn wir uns das Problem erst einmal bewusst machen und das Licht ausschalten, wenn wir es gerade eben nicht benötigen, ist der erste Schritt schon einmal getan. Der Kanton Zürich hat noch mehr Tipps zusammengefasst. Grundsätzlich ist es besser, wenn man das Licht von oben nach unten ausrichtet und nicht umgekehrt. Es hilft tatsächlich auch, das Licht präzise zu lenken oder es präzise zu steuern, beispielsweise indem man einen Bewegungsmelder verwendet. Aber es gibt auch noch einen weiteren Tipp von Christoph Küber aus dem Potsdamer Forschungsteam. Für die meisten von uns ist Licht etwas, das da ist und über das man sich keine Gedanken macht. Aber wenn es da eine Lampe in Ihrer Stadt gibt, die Sie stört, zum Beispiel weil sie zu hell ist, rufen Sie Ihre Stadt.
Netzwerke an. Und vielleicht können die ja dann was tun. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den, genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, Smart Home, die Zukunft des Lebens, mit noch mehr Infos dazu, wie man bequemer leben und sparen kann. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.